Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Firewatch. Wir hatten jetzt einige, beziehungsweise ich hatte einige private Probleme in Bezug auf meine Hardware. Die haben sich jetzt aber erübrigt und wir quasseln jetzt auch nicht so lange. Hier sind die neuen Folgen von Firewatch. Viel Spaß damit und weiter geht's. Also was haben wir denn überhaupt bisher? Genau, wir waren bei diesem alten Ferienlager, die Typen, diese zwei Mädels, die wir da am Wasser erwischt hatten, sind verschwunden. Wir haben eine über den Nüschel gezogen bekommen und auch ist ein Gelände aufgetreten, auf dem irgendetwas Komisches vor sich zu gehen scheint. Und jetzt geht's mal weiter. You ever talked to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. What type of nerdy hobbies are we talking about with him? Like a marching band? Oh, no. Like comics, model rockets, wizards and wyverns, you know. Oh. Hey, thanks to Brian, I can almost recall by memory the armor classes of most dragons. The what? No, you can't. Hey, planar dragons armor class. Let's see. Okay, no, I believe you. We're good. We're good. Okay. Wir müssen einen Weg, denke ich jetzt mal, kehre nach Wapiti Midov zurück. Würde ich jetzt ganz mal kurz gucken. Wapiti Midov. Also wir sind da. Wapiti Midov. Wapiti Station. Wapiti Station. Wapiti Midov. Gate. Alles klar. Genesee Lake. Also wir müssen quasi sozusagen Two Fox Lookout über dann den Thunder Canyon hin zu. Das wäre jetzt so der Plan, den ich ansteuern würde. Aber wir müssen halt auch erstmal zurückkommen. So. Können wir auch rennen? Gab es jetzt keine Option, ne? So. Also genau, noch die Ausrichtung wäre jetzt also erstmal Richtung Osten. Genau. Und dann re steil Richtung Norden, dann wieder Richtung Osten und dann wieder steil Richtung Norden. Und jetzt gehen wir wieder. Das ist aber auch, ne? Ist nicht einfach hier. Guess what? What you got? I found an axe back near that camp. A firefighter left it? Probably, yeah. It's got like a funny little point. Sure does. Okay, that's called a Pulaski. It's standard issue. Whatever. This Pulaski I found means I can start clearing these trails. Okay, jetzt fällen wir mal diesen Baum. Oh, ich hoffe. Leute. So, das ist eine Bitte, wer sagt's denn? Wir sind jetzt auch quasi drüben, wa? Und können jetzt quasi den Weg hier hin. Also. Dahin gehen nach Osten. Nee, Quatsch, nach Westen müssen wir, Leute. Wir müssen nach Westen. Are you there? I had a thought. Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right.
so tell me what you think of this. Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Get in your tower, shut the door. Don't leave, and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Okay, super, dass wir den Weg jetzt nicht selber gehen mussten. Das hätte mich jetzt ein bisschen angekotzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the, 50th time today. The Flapjack fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? I didn't sleep a wink last night, and I've been going crazy for the past 6 hours of sunup. How are you so chipper? Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Okay. Sie will... Also zumindest kommt mir das so vor. Sie weiß jetzt halt mittlerweile, dass wir abgehört werden. Und möchte natürlich demjenigen, der mithört, quasi das Gefühl geben, dass sie nicht weiß, dass sie gehört wird. Aber natürlich auch keine unnötigen Informationen weitergeben. Dementsprechend gucken wir uns jetzt einfach mal das Poster an. Und da werden wir wahrscheinlich einen Hinweis von ihr finden. Wo war das Poster nochmal? Ist die Frage. Deswegen auf jeden Fall hier. Oh, es ist schon echt ein bisschen her. Ich weiß nicht mehr, wo das Poster hing. Vielleicht hing das auch oben und wir sind jetzt fälschlicherweise runtergegangen. Dann entschuldige ich mich jetzt schon mal an dieser Stelle. Ach, das hing da. Ja, natürlich hing es da. Tja, wer hätte es gedacht? So. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. It's the, No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Ihr begibt euch nach Cottonwood Creek. Oh. Yeah. Okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Okay. Wir müssen ganz kurz gucken. Cottonwood Creek. Cottonwood Creek. Campfire Smoke. Cottonwood Creek. Alles klar, wir müssen also quasi nach Süden. Den Weg hinunter. Über diese Feuerschneise. Also die ehemalige Feuerschneise, Ruby River. Cottonwood Creek, komm, das kriegen wir hin. Und wir müssen nach Süden. Also das bedeutet in die Richtung. Also es wird immer ominöser. Vor allem die Tatsache, dass wir halt beobachtet und abgehört werden.
macht mich halt echt ein bisschen stutzig. Das macht das Spielerlebnis jetzt auch etwas gruselig, ehrlich gesagt. Das Problem ist, ich hoffe, wir werden jetzt auch ein bisschen mit irgendwas hier unterhalten, weil, okay, sie meldet sich dann erstmal nicht bei uns. Und, naja. Also, ich glaube, wir werden. Also, meine Information oder meine momentane Überlegung ist die folgende: Wir werden irgendwie von diesem Gelände, was anscheinend nicht von uns begehbar ist und auch bei der Delay oder Dela nicht auftaucht, werden wir wahrscheinlich beobachtet. So, wir gucken nochmal. Alles klar, wir sind jetzt hier unten. Da müssen wir dann in der Wegschneise in östliche Richtung abdrehen. Was wir auch wissen, ist, dass der einzige Durchgang zu diesem Gitterverschluss, beziehungsweise zu diesem, na sag schon, zu diesem abgesperrten Areal durch den Tunnel ist, für den wir momentan noch keinen Schlüssel besitzen. Das ist halt momentan echt ein Problem. So, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Wir haben jetzt unseren Weg quasi nach Osten. Nee, Quatsch. Nee, warum laufen wir denn jetzt schon wieder? Ja, natürlich, wir laufen nach Westen. Leute, also ich habe echt eine leichte Links-Rechts-Schwäche. Aber hier Coventry. Das war jetzt relativ einfach. Großer Baum steht hier. Ski. Ski! Cottonwood Creek, ja. Und du? Noch weiter rein. Ich dachte jetzt eigentlich, dass der signifikante Punkt dieser Baum wäre, aber anscheinend ist er das nicht. Also gehen wir weiter Richtung Westen. Straight on, quasi. Wie weit soll ich denn? Ich bin ja schon übelst drüber hinaus wieder. Ich gehe noch mal zu dem großen Baum zurück. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Oh, obwohl, ist das hier eine Höhle? Nein. Natürlich nicht. Es ist lediglich ein Ausgang. Also ein Ausgang, sage ich schon, eine Felswand. Oh, aber können wir hier möglicherweise hier was machen? Nein. Will da auch partout nicht drüber steigen. Vielleicht haben wir in der Nähe des großen, also der große Baum ist halt so signifikant, beziehungsweise ist halt so aufdringlich, dass ich glaube, dass wir da vielleicht sogar irgendwas übersehen haben.
Ich würde gern was funken, aber ich kann nicht. Das ist einfach großer Baum. Und der Ski. Am großen Baum. Ich kann nicht funken. Also irgendwas stimmt hier nicht. Also es sieht wunderschön aus, ehrlich gesagt. Aber so richtig Sinn macht das hier nicht. Wir könnten jetzt noch rein theoretisch dem Fluss folgen. Ich habe da irgendwas sich bewegen hören. Kann es aber jetzt nicht genau erkennen. Auch schwierig. Ich würde sagen, wir folgen jetzt einfach erstmal dem Fluss. Auf den Hügel können wir nicht. Dieser Baum sieht auch noch etwas alleinstehend aus, irgendwie. Ah, alles klar. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Okay. Wie schwungvoll er das da reinschmeißt. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger. Hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. Whatever these people are doing is illegal, right? What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious? Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just got. How is this even possible? I don't know, Henry. What do you know? You know that I'm scared. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no, this isn't happening to anyone else and I'm done asking. None of it makes any sense. Who is doing this? I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on for 13 years. Sometimes here, sometimes over near Jackson, a couple times down in Wind River. And nothing like this has ever happened before. Mm-hmm. Am I just making all of this up? I mean, the eavesdropping, the spying, is this... Fuck, are you... Is any of this real? What? Are you serious? Maybe I'm just losing my mind. What? Like Julia. Maybe it's happening to me, and I'm imagining that I have a boss out here and that we're being spied on. Henry. Maybe there was something in the water, or our condo was underneath some power lines, and you, Delilah, you're not real. Henry,
think about her. If what happened to her were happening to you, you wouldn't even be able to realize it. Okay. Henry, sweetie, I am real and this is happening. I'm as real as the sky is blue. Take a second and then call me back. I'm on your side. Okay, I'm all right. I'm headed towards the site.